Ein sehr häufiger Fehler bei Senseo-Kaffeemaschinen ist, dass die Maschine hektisch vor sich hin blinkt und uns sagen will, dass kein Wasser im Tank ist, obwohl dieser bis oben hin gefüllt ist. Schuld dafür ist der kleine Schwimmer, der sich hier im Wassertank befindet. Dieser wird von einer Metallklammer gesichert, die wir entfernen. Nun können wir den Schwimmer entnehmen. Hier am unteren Ende des Schwimmers befindet sich ein kleiner Magnet, der den Riedkontakt im Inneren der Kaffeemaschine betätigt. Nachdem wir den Deckel geöffnet haben, können wir die Schwimmkörper entfernen, die gerne komplett mit Wasser vollgesogen sind und so verhindern, dass der Schwimmer nach oben treibt. Zuerst reinigen und trocknen wir das Gehäuse mit einem Tuch. Danach drücken wir die Schwimmkörper im Tuch aus und legen diese auf die Heizung zum Trocknen. Wer so viel Geduld hat wie ich, kann sie auch mit einem Föhn trocknen. Nun stecken wir diese wieder zurück ins Gehäuse und befestigen den Magneten mit einem kleinen Tropfen Heißkleber. Damit das Gehäuse nicht wieder mit Wasser volllaufen kann, dichten wir den Deckel ab. Im Idealfall ersetzen wir den Heißkleber durch lebensmittelechtes Irgendwas. Nun stecken wir den Schwimmer mit der Deckelseite nach unten wieder in den Wassertank und vergewissern uns, dass dieser sich leichtgängig hoch und runter bewegen kann. Zu guter Letzt montieren wir wieder den Metallclip, damit der Schwimmer nicht davon schwimmt. Sollte der Clip wie bei mir brechen, hilft auch ein Tropfen Heißkleber. Jetzt füllen wir noch Wasser ein, um zu sehen, ob sich der Schwimmer ordnungsgemäß verhält. Wie man hier sehen kann, bewegt er sich leicht hoch und runter und schwimmt auch nicht davon, wenn mehr Wasser im Tank ist. Nun sollte die Maschine wieder funktionieren. Lasst euch den Kaffee schmecken!